Wir sind zu Donkels am Naturpark Urversauer. Hai, wo sind Malven? Blumen, die für den Tee vom See umgebaut gehen. Bei viel einer Produktionsschritte beim Tee vom See, so was auch die Kult von den Malven am Sommer für und allem handerbischt. Den Tee vom See, den erste Produkt aus der vom See-Familie, geht es 1993. Tee vom See steht für Pflanzen und Kräuter, die man noch Kriterien, die man im Naturpark ausgeschafft hat, umbauen, auf den Feldern, hier unterm den Stausee. Also es ist wichtig, dass man nachhaltige Kriterien anwenden, hauptsächlich Wasserschutz, den Naturschutz. Lass geht es am Frühjahr am Seinen ersetzen von den Kräuter auf den Feldern am Naturpark Urversauer. Die Einzelkulturen gehen ohne chemischen Dünger und Pestiziden umgebaut. Kräuter gehen nach der Rekolte direkt an die Fabrik an Schläfbrust, wo sie schonend bei niedrigen Temperaturen gedröschen gehen, für hier gute Eigenschaften zu erhalten. Kräutergenossenschaft Naturpark Urversauer, das ist der Name von der Kooperative, die für den Umbau, die Verarbeitung und Vermarktung von aromatischen und heilenden Kräutern verantwortlich ist. Teil vom See, das war eine Initiative, die haben eine Lösung gesicht für an den Feldern, die rund um den See sind, etwas nicht Intensives umzubauen. Produkte, Kräuter, Pflanzen, die hier an dieser Gegend schon früher umgebaut sind. Aber es sollte keine exotischen Pflanzen umgebaut werden. Den Tee vom See kriegt ihr sowohl am Lassen wie auch in Form von Filtretten. Das gibt eine spezielle Papaya angeschwäst, die den nötigen Aromaschutz bietet. Diese Probeier kann recycelt gehen. Neben dem Tee, Einzel- oder Mischungen gehören noch verschiedene Küchenkräuter zu der Gamme. Den Tee vom See kriegt ihr überall zu Lützeburg, zum Beispiel am Boutique vom See zu Heischend, am Naturparkshop zu Eschsauer, wie auch auf viele große Supermärkten, Hoteller, Kaffeen und Restaurants am ganzen Land. Tee vom See und viel mehr geht auf vomsee.lu.